Alphons Klemmi, der plötzlich Wand fand, fand am Morgen des 3. November 1948 dort, wo die Straße von Lamboing aus dem Walde der Tranbuschelt hervorragt. Einen blauen Mercedes, der am Straßenrand stand. Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst. Ob Anglick war Klemin am Wagen schon vorbeigegangen, als er doch wieder zurückkehrte. Es war ihm nämlich beim Vorbeschritten gewesen, nachdem er flüchtig durch die Schieben des Wagens geblickt hatte, als sie der Fahrer auf das Steuer niedergezogen. Er glaubte, dass der Mann betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam er auf das nächtliche. Lemlingen heißt das auf Deutsch. So, so, das ist schöner. Wo war der Wagen, Klemin? Hier, fast in der Straßenmitte. Vielleicht war es besser gewesen. Ich hatte den Wagen mit dem Toten noch hier stehen. Wieso? Tote schafft man so schnell als möglich fort. Wir haben nichts mehr unter uns zu suchen. Sie haben schon recht getan, den Schmied nach Biel zu führen. Hat man denn nichts gehört da unten, Klemin? Das Standchen ist doch ganz nah. Da musste man jeden Schuss hören. Man hat nichts gehört, als den Motor die Nacht durch laufen, aber man hat nichts Schlimmes dabei gedacht. Natürlich, wie sollte man auch? Wie ist der Wind dieses Jahr, Klemin? Gut, wir können in Jadan versuchen. Das ist wahr, ein Glas Neuen möchte ich jetzt gerne trinken. Und er steigt mit seinem rechten Fuß auf etwas Hartes. Er bückte sich und hielt ein Warner. Länger links, kleines Metallzug zwischen den hängenden Fingern. Go. Vielleicht war es besser gewesen.